Hallo, liebe Zuschauer, es geht wieder los. Die nächsten 4 Tage bin ich auf Tour. Ja, ich bin in Hamburg angekommen. Keine schöne Fahrt, viele Staus, Dauerregen, Sturm. Böhme über der Autobahn auf der A7 bei Hamburg. Aber jetzt bin ich hier. Der Stellplatz heißt Pauli Strand, glaube ich. War überrascht, war noch einiges frei. Stehe jetzt sogar in der ersten Reihe. Den Platz schauen wir uns gleich mal an, wenn es nicht mal so regnet. Und jetzt gehe ich erstmal ein bisschen in die Stadt, mich mal was umschauen. Thank you.
schön gelegen ist der Platz auf jeden Fall. Direkt an der Elbe. Hier gibt es keine Fähr- und Entsorgung, keinen Strom, kein Wasser, aber eine tolle Aussicht und schlechtes Wetter. Schönen guten Morgen. Der erste Tag in Hamburg ist Geschichte. Das ist der Blick vom Wohnmobil auf die Elbe. Ja, ihr seht, es ist voll geworden hier. Erste Reihe voll, zweite Reihe voll. Aber ist nicht anders zu erwarten hier. Gestern war ich bei bescheidenem Wetter an der Landungsbrücke. Bin auf die Elbphilharmonie raufgegangen. War schon leer da oben beim Orkan. Aber spannend. Und bin noch ein bisschen durch die Stadt gegangen. Was ich heute mache, weiß ich noch nicht so genau. Ich möchte gern das Segelschiff besichtigen, was hier vorne vor Anker liegt. Wenn das möglich ist, mache ich das. Für heute Abend, 23.15 Uhr, habe ich Eintrittskarten bekommen für das Miniatur Wunderland. Da kann ich bis 1 Uhr da rumlaufen. Ungewöhnliche Zeit, aber ich freue mich drauf. Und jetzt gehe ich frühstücken. Wir sehen uns dann gleich. Eine kleine Planänderung. Hab das Schiff auf morgen verschoben. Da soll besser Wetter sein. Was ich nun heute mache, kommt da einfach mit. Ja, das war der zweite Tag in Hamburg. Drüben wird noch gearbeitet in der Werft. Ich habe Feierabend. Und die Bilder habt ihr schon gesehen. Elbtunnel, drüben zur Aussichtsplattform. Mit der S-Bahn bin ich ein Stück gefahren, nur eine Station wegen Baustelle. Bin die Mönckebergstraße lang gegangen, ein schönes Einkaufszentrum gesehen. Und war dann im Maritimen Museum. Da habe ich ein paar Fotos gemacht. Ja, so ganz Feierabend habe ich noch nicht heute. Ich mache noch einen Ausflug in die Miniatur Wunderwelt. 23.15 Uhr Termin, hatte ich schon mal gesagt. Freue mich drauf, gleich geht's los. Die Bilder davon zeige ich euch morgen beim Frühstück. Und zumindest bei meinem Frühstück. Da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Moin Moin, sagt man ja hier. Ja, war sehr spannend gestern Abend oder diese Nacht, die Ausstellung. Die Bilder wollte ich euch zeigen heute zum Frühstück. Und jetzt kommen sie. Musik.
Ja, es gibt auch schönes Wetter in Hamburg, kaum zu glauben. Jetzt geht es los. Ich werde mir ein Segelschiff besichtigen, sofern es möglich ist. Der Michel steht noch auf dem Programm und noch so einiges andere. Ja, ihr kennt das, ihr seid dabei. Sonntagmorgen, ziemlich früh. Wir stehen direkt neben dem Fischmarkt und da schauen wir uns jetzt mal um. Ihr seid dabei. Inzwischen bin ich in Blankenese. Der Fischmarkt, der ja mehr im Flohmarkt war, war ja ganz nett. Jetzt waren wir da, jetzt haben wir ihn gesehen. Jetzt gehe ich hier die Elbchaussee entlang und schaue mir Blankenese an. Play on repeat.
watching people on the street as I go by. And it doesn't even matter to me where I go. I just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way, I can feel it in the air. Here I go! Ja, das war das Elbufer und die kleine Ortschaft Övelgönne mit dem historischen Hafen. Sehr schön und ein guter Abschluss nach 3 Tagen Großstadt, hier ein paar Stunden in Ruhe noch zu verbringen. Für mich ist die Hamburg-Reise damit beendet. Es geht wieder nach Hause, ein paar Stunden Autobahn noch. Ihr seht jetzt noch die Routenanimation. Und da würde mich interessieren, wie gefällt euch diese Animation? Soll ich sie weiter verwenden? Soll ich sie weglassen? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir da in die Kommentare. Da bin ich gespannt, was so eure Meinungen sind. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. As the sun goes down. No, it doesn't even matter to me where I go. Just feel I need to take a ride. I don't know when I'll get back. Keep on going and relax tonight. Now my wheels in motion and my now my wheel.